dann geschafft. Nach 18 Semestern saß ich in der letzten mündlichen Prüfung zum ersten Wahlpflichtfach. Und irgendwie dieser Professor, der kam mir bekannt vor. Da habe ich gesagt, Mensch, jetzt sagen Sie doch mal ganz ehrlich, wir kennen uns doch irgendwoher. Irgendwie kommen Sie mir bekannt vor. Und da sagt er, jetzt hör doch mal auf, ich bin das Marcel, ich habe 3 Monate nach dir hier angefangen zu studieren. Da habe ich gesagt, ja Marcel, kriege ich denn jetzt hier den Schein? Und da hat er gesagt, ja hör zu, ich gebe das auf Hessisch, du musst mir nur eine Sache versprechen. So in gewissen Bereichen arbeite einfach nicht. Da habe ich gesagt, ja gut, was meinst du denn? Da hat er gesagt, alles was mit Bauen zu tun hat beispielsweise. Und ich habe dann in meiner Berufspraxis auch wirklich nur an 2 Projekten mitgearbeitet. Das eine war ein Bahnhof in Stuttgart und das andere war ein Flughafen in Berlin.